Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Wladimir. Letzte Woche hatte man seinen Weg gleich dreifach gebufft und das hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht. Hinter Ezreal konnte er den zweitgrößten Winrate-Zuwachs des Patches verbuchen. 2,2% Winrate-Zuwachs konnte er sich sichern. Und wenn ich ehrlich bin, so ganz habe ich die Buffs immer noch nicht verstanden, denn wirklich schlecht war er vorher ja eigentlich nicht. Bevor wir zum Abfallheimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Wer ist eurer Meinung nach hinter Faker der beste LoL-Spieler aller Zeiten? Schreibt euren Pick mal unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfallheimer der Woche. Das ist Corki. Riot hatte ihn im letzten Patch adjusted. Wie nur allzu häufig waren diese Änderungen nicht gerade ausgeglichen. 1,6% Winrate hat er durchschnittlich zum letzten Patch verloren und das, obwohl seine Winrate auch schon im vorherigen Patch wirklich ziemliche Grütze war. Mittlerweile ist er laut League of Graphs bei nur noch knapp über 46% Winrate. Corkis Playrate ist mittlerweile tatsächlich fast genauso niedrig, wie sie vor dem Mini-Rework war. Ehrlicherweise muss ich mich da so ein kleines bisschen fragen, okay, ja, aber warum hat man das Ganze dann überhaupt gemacht? Zeit für den Nope der Woche und das ist Tristana. Ganz besonders reden wir hier tatsächlich von Tristana Midlane. Sie ist vor allem im High-Elo-Bereich absurd stark, weshalb sie insbesondere in Diamond einen absoluten Raketenstart in Sachen Bunrate-Zuwachs gemacht hat. Allerdings ist ihre Bunrate auch in den anderen Elo-Bereichen gestiegen, dort allerdings bei weitem nicht so drastisch. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass ihre Bunrate in den nächsten Wochen nochmal ein gutes Stück ansteigen wird, denn sie ist als Midlaner nahezu unschlagbar. Sie outpusht alles. Sie outskate alles, sie out-1v1 alles und das Allerdümmste, sie kann ihren W nun mal in HCC Input buffern, weshalb die allermeisten Mages nahezu gar nichts gegen sie tun können. Fliegen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Naafiri. Sie wurde in Patch 14.12 noch einmal gebufft, obwohl Riot bereits im Vorfeld gesagt hatte, dass sie eigentlich nicht unbedingt einen Buff braucht, weil sie tatsächlich schon relativ stark ist. Naafiri spielt sich halt einfach wirklich ehrlichweise ziemlich grottig und vor allem nicht wie ein Assassine. Sie ist einfach nur mal mehr ein Skirmisher und ich glaube, das ist auch einfach der Grund, warum sie niemand spielt. Wenn sie keiner spielt, muss man sie halt absurd buffen. Das war so ein bisschen der Gedanke von Riot scheinbar diesmal. Sie hat mittlerweile über 54% Winrate in Emerald Plus. Ihre Winrate ist zum Beispiel in Gold von 50% auf über 54,5% hochgeschossen, bevor die Winrate eigentlich überall so ein kleines bisschen runterging, da jetzt natürlich sehr, sehr viele Leute sie spielen, die sie nun mal so gar nicht können. Wenn ihr einfach nur climben wollt, dann solltet ihr sie unbedingt spielen. Eine absolut gestörte Winrate. Keiner weiß, wie man gegen den Champ spielt. Und das Allerbeste, Naafiri ist so simpel, wie es wirklich nur geht. Zeit für unser Item der Woche und das ist Warmog's Armor. Nachdem das Item in Patch 14.10 wirklich absolut geisteskrank gebufft wurde und dazu dann auch noch die Katon-Rune verändert wurde und die Giant Slayer-Passive aus LDR einfach komplett entfernt wurde, war halt, glaube ich, da den allermeisten klar, dass das Item relativ ordentlich sein könnte. Health ist momentan die effektivste Stat. Erstaunlicherweise haben die meisten Leute aber erst in diesem Patch so wirklich realisiert, wie absurd stark das Item eigentlich ist. Die Pickrate ist von 6,5% im letzten Patch auf über 21% in diesem Patch hochgegangen. Mit über 55% Winrate ist das Item auch statistisch betrachtet eine echte Hausnummer. Ab zu unserem Fail der Woche und das ist CookieLOL. Der einst recht bekannte Streamer hatte sich nun nach mehr als einem halben Jahr Pause auf Twitter wieder zu Wort gemeldet. Der Account tweetete, dass er für 0,2 Bitcoin, also über 12.000 Euro, alles über Cookie auspacken würde. Cookies Account wurde also scheinbar gehackt. In Rekordzeit stellte sich dann allerdings heraus, dass die angegebene Sol Wallet in Verbindung mit einem OP.GG steht, das einer von Cookies Accounts ist, auf dem er sogar regelmäßig gestreamt hat. Dümmer und peinlicher kann man nun wirklich gar nicht mehr sein. Ich bin daher froh, dass der Typ komplett von der Bildfläche verschwunden ist und dort zum Glück auch bleiben wird. Zeit für unseren Trick der Woche. Die Vision Marker sind eine super Sache. Die Problematik ist nur, dass man nur sehr schwer einschätzen kann, ab welchem Punkt man nun von einem Ward gespottet wird. Alles, was ihr dort allerdings machen müsst, ist euer Trinket über dem Punkt des Wards zu hovern. Der äußere Kreis zeigt euch dann exakt den Vision-Radius des Wards an. Mit dieser Info könnt ihr dann einfach um die gegnerische Vision herumlaufen. Was macht eigentlich Riot? Die vorläufigen Patchnotes für Patch 14.3 sind da und die sind wie gewohnt mal wieder unfassbar groß. 8 Buffs, 8 Nerfs und ein Adjustment sind es diesmal. Besonders hervorzuheben sind die, ich sag mal, relativ knackig aussehenden Buffs für Mist Fortune. Entscheidenderweise wird Brands E aber auch endlich mal genervt. Ich werde ihn auf der Support-Position in dem Ausmaße, in dem er momentan unterwegs ist, definitiv nicht vermissen. Das war's tatsächlich
tatsächlich schon vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Neutrends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.